Er wird aus einem Informationsträger zu einem Desinformationsträger. Von einem Wert wird er zu einem Unwert und wird weggeworfen. Er wandert auf den Müll. Im Müll, grundsätzlich wegen des zweiten Prinzips der Thermodynamik, verliert er definitiv die Form laut der allgemeinen Tendenz der Welt zu Informationsverlust und wandert in die Natur zurück. So sind sie bei dem Zyklus Natur, Leder, Kultur, Schuh, Abfall, Natur. Aber obwohl dieser Kommunikationsprozess zyklisch ist, privat, publik, privat, hat er auch einen dialektischen Aspekt. Es ist im Grunde genommen das die Basis der Hegelschen Dialektik. Wenn ich aus dem Haus gehe, um die Welt zu erobern, aus dem Privaten ins Öffentliche, dann verliere ich mich in der Welt. Und wenn ich aus der Welt nach Hause zurückkehre, um das Öffentliche zu privatisieren und um mich wiederzufinden, dann verliere ich die Welt. Diese Negation, ich verliere mich in der Welt und ich verliere die Welt in mir, nennt Hegel das unglückliche Bewusstsein. Und das unglückliche Bewusstsein ist das Bewusstsein du cur. Bewusstsein und Unglück sind Synonyme. Glück ist immer unbewusst. Diese grundlegende Phänomenologie des Geistes, um mit Hegel zu sprechen, charakterisiert das sesshafte Dasein. Also das Dasein, das im Privaten sitzt und im Öffentlichen ausstellt. Die Kommunikationsrevolution besteht darin, dass die Informationen direkt aus Privatraum zu Privatraum laufen. Das heißt, dass sie den öffentlichen Raum nur noch in Form von materiellen oder immateriellen Kabeln durchlaufen. Zum Beispiel, das Bild von mir, das Sie jetzt aufnehmen, wird nicht ausgestellt, sondern es wird direkt in den Privatraum des Empfängers geliefert. Der öffentliche Raum ist überflüssig geworden, redundant. Ein wichtiger Aspekt dieser Revolution ist der Niedergang der Politik. Die Politik hat keinen Raum mehr, wo nichts veröffentlicht wird. Wenn einmal die Revolution durchlaufen ist, wird ja überhaupt nichts mehr veröffentlicht. Sondern die Informationen werden im Privaten, zum Beispiel der Schuh wird im Privaten in einer Fabrik erzeugt, dann haben sie einen Minitel und rufen den Schuh per Minitel ab und er wird ihnen ins Haus geliefert. Es gibt nichts Öffentliches mehr. Statt ins Konzert zu gehen, hören sich die Musik auf der Platte an. Statt ins Kino zu gehen, sehen sich den Film auf dem Fernsehen an. Statt in die Schule zu gehen, machen sie eine programmierte Unterricht zu Hause. Und je mehr die Computer die Kommunikationen übernehmen und je intelligenter das Haus wird, desto weniger haben sie Notwendigkeit auszugehen. Im Gegenteil, sobald sie ausgehen, verlieren sie Informationen. Während sie eine Reise machen, können sie die nicht sehen, was sich in der Welt ereignet hat, weil sie Television nicht zusehen, weil sie nicht die richtige Zeitung lesen, die ihnen ins Haus geliefert wird. So hätte man den Eindruck, dass durch das Ausscheiden der Politik und durch das Betonen der Privatizität die Sesshaftigkeit noch verstärkt ist. Sie rühren sich nicht mehr. Die Entpolitisierung, also die Überholung des unglücklichen Bewusstseins, des Bewusstseins überhaupt, das stehende Glück, das auf diese Revolution folgt, würde doch bedeuten, dass man sich nicht rührt. Aber das stellt sich als ein Irrtum her. Die Kabel werden nämlich reversibel. So wie die Kommunikation heute geschaltet ist, nämlich Sender, Ausstrahlung und Empfänger, ist das eine
der gegenwärtigen Kommunikation nicht entsprechende Schaltung. Ich nenne sie eine faschistische Schaltung, weil nämlich die Botschaften bündelförmig vom Sender zum Empfänger ausgestrahlt werden. Und Bündel heißt, wie Sie wissen, lateinisch Fasces. Diese Schaltung ist nicht geboten, sondern geboten ist eine Vernetzung. Wir haben über Vernetzung vor einer Weile gesprochen, als wir über das ökologische Denken sprachen und wir sagten, was neu an unserem Denken ist, dass wir nicht mehr in Kontexten denken, sondern in Relationen, also in Netzen. Dasselbe gilt auch für die Kommunikations-, also für die kulturelle Situation. Ein Beispiel für Netze ist zum Beispiel das Telefon. Ein anderes Beispiel für Netze ist die Post. Ein anderes Beispiel ist der Telegraph. Bei Vernetzung sind Sie zugleich Sender und Empfänger. Wenn Sie ein Telefon in die Hand nehmen, so haben Sie zugleich einen Sender und einen Empfänger in der Hand. Bei reversiblen Kabeln, bei Computerterminalen, wird diese Reversibilität der Botschaft noch viel deutlicher. Das heißt, Sie sitzen zu Hause und sind dabei zugleich mit dem anderen. Und zwar sind sie augenblicklich zugleich. Wenn sie richtig reversibel schalten, sind sie theoretisch überall zugleich anwesend. Durch Telepräsenz. Das ist eine seltsame Art von Nomadismus. Der gesunde Menschenverstand wendet dagegen ein, dass Telepräsenz nicht dasselbe ist wie die physische Präsenz. Dass etwas anderes ist, mit jemandem im gleichen Raum zu sein und oder mit jemandem in Australien durch reversible Kabel Schach zu spielen. Die Antwort darauf ist, das ist eine Frage der Technik. Die Telepräsenz kann mit der physischen Präsenz in Konkurrenz treten. Wie Sie wissen, gibt es schon einen Teleorgasmus. Es ist also eine Frage der Streuung, um es technisch zu sagen, wie stark die Telepräsenz wird. Der neue Nomadismus, das kann man aber den Leuten natürlich so öffentlich nicht zeigen, sagen, sondern das ist eine Frage, die man mit seinen Studenten an der Fakultät genau besprechen muss. Das ist nicht eine Sache, die man in großen Vorträgen halten kann. Aber der neue Nomadismus wäre die Tatsache, dass ich mich, ohne mich von meinem Stuhl zu rühren, überall gleichzeitig befinden kann und dass ich diese meine Telepräsenz steuern können. Ja, sehen Sie, das habe ich aber ganz anders verstanden. Also bisher hatte ich immer das Gefühl, die Welt, in der wir leben, geht zugrunde. Und das ist eigentlich sehr schade. Während bei Ihnen habe ich zum ersten Mal gelesen, das ist eigentlich wunderbar, die Welt geht zugrunde, neue Dünen entstehen und der Mensch wandert auf ihnen in einem neuen Nomaden. Gut, wenn Sie dieses Bild gewonnen haben, so ist das ein richtiges Bild. Aber ich möchte es jetzt ein bisschen aus dem Bild in den Gedanken bringen. Ja? Ich sagte Ihnen, das ist ein Problem der Streuung. Ich möchte ein bisschen über Streuung sprechen, wenn ich darf. Sehen Sie mal, ich werde es nicht vom Physischen nehmen, sondern ich werde es zuerst einmal wieder vom Erkenntnistheoretischen nehmen. Die Aufklärung hatte den Eindruck, man könne mit der Ratio die Emotion beherrschen. Das hat sich als ein Irrtum erwiesen und wie der Narzissmus und andere Phänomene zeigen, ist auf die Aufklärung eine Zeit des Dunkels der Emotionen gekommen. Aber es ist ein anderer Widerspruch in der Aufklärung. Rationalität heißt Aufteilen in Rationen. Die Rationalität ist etwas Analysierendes, etwas Kalkulierendes, das heißt in Steinchen zerklaubendes, etwas in Sand zerreibendes, in die Wüste, wie Sie gesagt haben. Nun bestand die Hoffnung, dass dem rationellen Denken zwei Grenzen gesetzt sind. Einerseits in der Welt der Objekte gibt es Unteilbares, Atome. Atomos heißt unteilbar. Das kann rationell nicht mehr zerteilt werden.
Andererseits auf der Seite des Subjektes gibt es Individuen. Viele Leute bedenken ja nicht, dass Individuum, Atom Synonyme sind. Was Atom griechisch sagt, sagt Individuum lateinisch, eben auch unteilbar. Man hat sich also gesagt, die Ration, die Rationalität ist eine Methode, die Welt des Subjektes und des Objektes zu analysieren, um schließlich auf die Bausteine der Welt zu stoßen, nämlich auf die Atome einerseits und auf die Individuen andererseits. Aber die Aufklärung hat über ihr Ziel geschossen. Es ist ihr einerseits gelungen, die Atome weiterhin zu zerkleinern, in Partikeln und die Partikel in Partikel zu Partikeln. Und andererseits ist ihr gelungen, etwas später das Individuum zu analysieren. Nicht nur psychologisch, sondern auch erkenntnistheoretisch und ontologisch. Die Entscheidungen zum Beispiel konnte man in Dezideme aufteilen, die Handlungen in Aktome, die Empfindungen in punktartige Reize. Etwas tut sich da. Ich sprach über die angeblichen Grenzen der Vernunft, der rationellen Denkens. Man dachte, es würde in der objektiven Welt gegen Atome und in der subjektiven gegen Individuen stoßen. Es hat sich aber herausgestellt, dass Atome teilbar sind in Partikel und Partikel von Partikel und dass Individuen teilbar sind. Zum Beispiel Handlungen in Atome, Empfindungen in punktuelle Reize, Entscheidungen in Dezideme und so weiter. Es hat sich aber etwas noch viel Seltsameres herausgestellt. Dass wenn ich nämlich das Objekt unterteile, ich nicht mehr genau sagen kann, ob es objektiv oder subjektiv ist. Es ist keine gute Frage, wenn ich mir die Frage stelle, ob zum Beispiel ein Quark ein Bestandteil der Realität ist oder ein Symbol. Und umgekehrt, wenn ich das Subjekt, das Individuum rationalisiere, so kann ich nicht mehr sagen, ob der Teil, den ich in der Hand habe, Subjekt oder Objekt ist. Zum Beispiel, ob ein Dezidem tatsächlich etwas Subjektives oder Objektives ist. Denn, nehmen wir an, ich füttere Dezideme in einen Computer, dann entscheidet sich der Computer, zum Beispiel Spielschach. Und es ist dann sinnlos zu fragen, ob der Computer ein Subjekt oder ein Objekt ist. So dass sich die Rationalität wie ein Kreis schließt und durch die Kalkulation zerreibt es sowohl Objekt als auch Subjekt zu einem Sand, der dann irgendwie unterhalb des Subjekts und Objekts steht, zu einer Art von Streuung von Möglichkeiten, aus denen dann erst durch das Umgekehrte von Kalkulieren, nämlich durch Komputieren, einerseits Objekte und andererseits Subjekte entstehen. Das Weltbild, in dem ich jetzt zu leben habe, ist das einer Wüste, einer Sandwüste, deren Körner weder objektiv noch subjektiv sind, sondern nur Potentialitäten für Subjekte und Objekte. Eine Streuung in eine Möglichkeits- oder in sich schneiden Möglichkeitsfelder. Und dank Komputation kann ich dann in diesem Feld Subjekte, alternative Subjekte und alternative Objekte komputieren. Nun sagt mir der zweite Grundsatz der Thermodynamik, dass das Universum als geschlossenes System gesehen die Tendenz zu immer gleichmäßiger Streuung hat. Dass also auf lange Sicht gesehen alle Informationen verloren gehen werden. Oder um es etwas romantischer zu sagen, dass die Welt dem Wärmetod entgegengeht. Dass aber durch Zufall
in dieser Strömung in Richtung Desinformation Klumpen entstehen. Negativ-entropische Klumpen, die Informationen tragen. Und die desto konkreter sind, je dichter die Elemente, diese Punktelemente, diese Möglichkeiten in diesen Klumpen gerafft sind. Zum Beispiel Spiralnebel oder das menschliche Zentralnervensystem. Das sind zufällig entstandene negativ-entropische Klumpen. Und jetzt ist etwas Seltsames konstatierbar. Wir, das heißt das, was wir Menschen nennen, können absichtlich Klumpen erzeugen. Wir können absichtlich negativ-entropisch sein. Wir können uns absichtlich und nicht zufällig gegen die allgemeine Tendenz der Welt stellen. Wir können dem Tod die Stirn bieten. Wir können kreativ sein. Wenn ich also diese kalkulatorische, gestreute und computatorische, raffende Weltanschauung habe, wenn ich die Welt als eine Wüste von Möglichkeiten ansehe, dann erkenne ich in der Würde des Menschen die Fähigkeit, aus dieser Streuung absichtlich alternative Subjekte und Objekte, also alternative Wirklichkeiten zu komputieren. Das ist das, was ich zu Ihrer Vorstellung von Wüste zu sagen habe. Es ist eine außerordentlich abenteuerliche Horizonte, die sich uns hier aufmacht. Ich spreche natürlich hauptsächlich von Computern.